Viele sagen immer, Europa, das wäre ja ganz weit weg, das wäre in Brüssel. Wir sind ja hier in Gladbeck. Wenn man jetzt Europa suchen würde in Gladbeck, würde man es finden? Würde man finden, dass Europa auch hier vorkommt, so im Alltag, sage ich mal? Das würde man nicht nur in Gladbeck finden, das würde man sogar in München finden. Tatsächlich. Aber ich würde immer vorschlagen, liebe Freunde, schaut mal in eure Portemonnaies und dann werdet ihr feststellen, dass ihr eine einheitliche Währung habt. Und wenn man kleine Kinder fragt heute oder jüngere Menschen fragt und die Bedeutung nach einem Gulden fragt, dann werden die sagen, Gulden noch nie gehört. Also wir haben jetzt den Euro. Das ist so ein sichtbares alltägliches Zeichen. Ja. Ist ja eines der, was am meisten ins Auge fällt. Würden wir sonst noch wo finden? Ich meine bei der Bank oder bei... Wir waren jetzt mal bei der Bank. Finden wir es sonst noch wo? Also wir waren jetzt ja bei der Bank mit dem Euro. Das ist völlig klar. Nein, und man merkt natürlich, dass Europa eine ganze Menge gemacht haben. Wir haben in diesem Jahr 50 Jahre Partnerschaft mit unserem französischen Partner statt in Marcq-en-Barœul. Und auch da kann man Europa ganz konkret erleben von hier aus. Früher gab es da mehrere Grenzübertritte, halt, wo man einen Personalausweis dabei haben musste, den man heute natürlich zwingend auch dabei haben muss. Aber die Grenzkontrollen sind komplett weggeblieben. Halt. Wir haben eine komplette Freizügigkeit und das kann man auch im Stadtbild feststellen. Wir haben ganz viele Nationen in Gladbeck mittlerweile, wo die Leute hier ihren Wohnsitz genommen haben. Da gibt es noch sonst, wo man alltäglich feststellen kann, dass Europa auch Vorteile bietet, dass wir das täglich so erleben? Schauen Sie doch mal am Ratsgymnasium. Die Inklusionsklasse, die wir haben, geht auf eine EU-Richtlinie zurück und dass Menschen mit Handicaps dann in Regelschulen teilhaben dürfen, das ist ein Riesenvorteil und das bietet ganz viele Chancen, was auch Integration von Menschen mit Handicap dann in der Bevölkerung ausmacht. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie haben ja vielleicht ein bisschen Überblick, Sie haben Freunde, Bekanntenkreis, Kommilitonen oder auch Klassenkameraden, wie auch immer, dieses Thema Europa, ist das was diskutiert wird? Also der 25. haben wir ja schon gesagt, ist das Datum. Wird das unter Jugendlichen diskutiert oder ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass sich alle sagen, ja wieso, das ist doch so, was wollt ihr eigentlich? Also Selbstverständlichkeiten sind erstmal schön, dass keiner darüber nachdenken muss, dass es ein Europa in Grenzen gibt, ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Und von daher ist das natürlich auch ein Wert an sich. Natürlich haben wir heute ein Problem in der Vermittlung, was vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so deutlich war, dass wir für Frieden stehen in Europa. Und dass es eine Selbstverständlichkeit geworden ist, die überhaupt nicht mehr den Wert so an sich im Bewusstsein der Menschen einnimmt, darüber diskutiert man auch schon mal häufiger. Finden wir Europa eigentlich, wenn wir suchen würden, die Europäische Union, in unserem Alltag, finden wir das irgendwo in der Stadt Gladbeck, wo ist es eigentlich sichtbar? Sichtbar eigentlich auch über den Ansatz nicht nur IGBCE, sondern auch DGB-weit, dass die Betriebe, die in Gladbeck beheimatet sind, im Rahmen ihrer Firmenstrukturen natürlich auch auf gesamter europäischer Ebene tätig sind. Wenn ich beispielsweise an mein eigenes Unternehmen, die NSG Group, denke, ein japanisches Unternehmen, das weltweite Standorte hat, aber auch andere Unternehmen in Gladbeck, wie beispielsweise, mir fällt spontan die Neos Phenyl noch ein, die auch ein europäisch tätiges Unternehmen ist. Deswegen hat Gladbeck natürlich auch Bezüge nach Europa. Also mir würde einfallen, beispielsweise, ich war jetzt letztens mal bei so einem Betrieb, Lennart und Bauer heißen die. Zum Beispiel, ja. Das ist auch ein international tätiges Unternehmen. Also die sind dann, wie das oft so ist, Hidden Champions, wie das so schön heißt. Die haben dann, ich sag mal, die haben so ein Steuerungssystem für Herzschrittmacher. Das ist aber weltweit gefragt. Ja. Und das Einzige, die herstellen, die sitzen hier in Gladbeck, ja, beispielsweise. Und schon da ist also eine europäische Orientierung aus gewerkschaftlicher Sicht oder aus Arbeitnehmersicht eigentlich ziemlich deutlich, weil die Produkte wohin gehen. Wenn man das von den Organisationen mal her betrachtet, von der IGBCE ist ja schon angedeutet, die hat auch internationale Beziehungen. Natürlich. Unser Vorsitzender Michael Vasiladis ist natürlich nicht nur Vorsitzender der IGBCE, sondern auch europaweit tätig. Auch wenn man sich jetzt die energiepolitische Diskussion ansieht, ist das nicht ein Thema, was alleine die Bundesrepublik Deutschland oder den Standort Gladbeck betrifft, sondern es ist ein gesamteuropäisches, aber auch ein gesamtweltwirtschaftliches Problem. Ja, und die internationale Orientierung der Arbeiterbewegung ist ja, ich sag mal, ich will nicht sagen, ist 150 Jahre alt. Das Datum ist der 25. Mai. Da ist Europawahl. Geht das nicht unter, weil gleichzeitig Kommunalwahl ist? Auch in Gladbeck ist das ja so, der Bürgermeister wird gewählt und der Stadtrat wird gewählt und Europa wird gewählt. Ist das glücklich oder unglücklich? Wie würden Sie das einschätzen? Ich sehe das natürlich unter pragmatischen Gesichtspunkten. Ich würde sagen nicht, dass es unglücklich gewählt ist, sondern wie gesagt, es ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Das heißt also im Endeffekt, sicherlich ist vielleicht der Wähler, überfrachtet, indem er viele Stimmzettel ausfüllen muss. Ja. Aber
wie gesagt, pragmatisch der Ansatz. Eine Wahl, zu der man aufruft, und man muss die Leute nicht mehrfach motivieren, zur Wahl zu gehen. Man hat sie natürlich auch für Europa sensibilisiert. Ich denke da an eigene Veranstaltungen, die wir im DGB generiert haben, beziehungsweise in beispielsweise nächste Woche Donnerstag eine Veranstaltung im Fritz Langau, im AWO-Zentrum in Brauk zur Europawahl, wo wir Spitzenkandidaten der großen Parteien eingeladen haben zu einer Podiumsdiskussion. Die Leute in Gladbeck sind für Europa seitens DGB, aber auch der Einzelgewerkschaften sensibilisiert. Mhm. Und ich sehe das einfach so, eine Wahl, man muss die Leute nicht mehrfach zu einer Wahl zitieren. Ja. Wir könnten auch mehr tun. Wir könnten auch mehr tun, auch bei den Gewerkschaften, auch bei den Parteien. Wir könnten mehr tun, um Europa interessanter und bekannter zu machen. Gäbe es eine Idee, was könnte man denn machen? Das Thema ist entweder langweilig oder es ist okkupiert von Leuten, die das ganz negativ betrachten. Das ist uns so dazwischen, eine pragmatische Herangehensweise, die haben wir natürlich, aber die wird sehr schwierig in der Öffentlichkeit deutlich. Es gibt ja, frage ich vielleicht gleich nochmal, auch die Gefahr, dass das dominiert wird von rechten Parteien, die Anti-Europa-Wahlkampf machen. Wenn du da jetzt zielgerichtet an beispielsweise die AfD denkst, die ja über den Euro letztendlich Stimmung macht für eine oder beziehungsweise gegen eine Europapolitik. Ich denke mal, die Bundesrepublik als Standort, als Motor vielleicht betrachtet von Europa, kann es sich ohne Europa überhaupt nicht leisten. Man muss natürlich auch da wieder den pragmatischen Ansatz sehen, wo wären wir als Standort, als Produktionsstandort Deutschland ohne unser europäisches Geflecht, ohne unsere europäischen Nachbarn. Deutschland ist nun mal nicht unbedingt reich an Bodenschätzen. So, das heißt also, wir sind auf die europäischen Nachbarn angewiesen und Frieden in Europa, das ist das, was wir in den letzten 75 Jahren gehabt haben. Wenn man in die Historie zurückblickt, es hat immer Kriege um entsprechende Ressourcen gegeben, teilweise getarnt über andere Geschehnisse. Deswegen hat Europa ja bedingt nicht nur durch den Frieden einen sehr hohen Stellenwert. Woran können wir feststellen, dass die Europäische Union und was wir damit zu tun haben, dass das vorkommt, dass wir das sehen? Also im Prinzip erkennt man das ja hier schon auf den Straßen. Man findet verschiedenste Kulturen. Ja, und Europa ist auf jeden Fall immer präsent. Also weil man das sozusagen entdecken kann, dadurch, dass wir ein italienisches Eiscafé haben und etc. etc. Ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall sehr offen. Und Okay. Jetzt dieser Termin. Am 25. ist ja Europawahl, unter anderem. Aber gleichzeitig ist ja die Wahl auch für den Bürgermeister der Stadt, wie ich weiß, aber auch für den Stadtrat. Mhm. Und das sind ja viele Wahlen auf einmal. Ist das gut, dass die Europawahl gleichzeitig ist? Oder würde man das vielleicht besser finden, wenn das ein anderer Zeitpunkt wäre? Ist das okay so? Also ich denke, das ist schon richtig gewählt. Ja, schon alleine, weil natürlich dadurch die Wahlbeteiligung doch höher sein oder ausfallen wird, so ist zumindest die Prognosen erstmal. Ja. Und von daher kann das erstmal nur von Vorteil sein, dass die Wahlbeteiligung auch für Europa dann in die Höhe steigt. Und sonst so, im Freundeskreis und so, ist Europa da ein Thema oder diese Wahl, ist das ein Thema? Wird da schon mal drüber diskutiert, in der Schule beispielsweise? Kommt das vor? Natürlich, ja, vor allen Dingen auch wegen der hohen Jugendarbeitslosigkeit dann in Europa ist natürlich auch bei uns immer ein Thema. Und die Jugendlichen, ich sag mal so, sie interessieren sich auch dafür? Also, oder wir haben manchmal so, dass man sagt, das ist doch alles selbstverständlich, wir haben den Euro, wenn wir nach Frankreich fahren, dann müssen wir nicht an der Grenze irgendwie drei Stunden warten oder so, das ist alles ganz normal. Die fragen sich immer, so ältere Leute wie ich, wenn ich das sagen darf, ne? Ich habe noch gewartet an der Grenze. Kennen Sie gar nicht, ne? Nee, natürlich nicht, ne? Aber man weiß natürlich auch, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, dass es auch mal anders war. Und von daher ist es auch wichtig, dass es so bleibt. Und von daher sollte man auch als Jugendlicher Interesse zeigen und sagen, dass auf jeden Fall Europa ein wichtiger Bestandteil ist und das auf jeden Fall auch so fortgesetzt werden sollte. Und das Hauptthema oder eins der Themen ist diese,
Ist diese Frage Jugendarbeitslosigkeit? Ja. Ja? Ja. Also das ist ja teilweise, ich meine, in Gladbeck ist die wahrscheinlich auch nicht ganz so niedrig wie beispielsweise in anderen Städten. Aber es gibt für einige Gebiete in Spanien, genau. Griechenland etc., da ja. ist es, da ist es wirklich schlimm. Ja. Also, Thema, gibt es noch so ein Thema, was man sagen würde, was die Europäische Union angreifen sollte, wo sie was machen sollte? Ja, auf jeden Fall mit der Ukraine. Ne, das ist natürlich auch ein Thema, was präsent ist, jetzt auch gerade in den Medien, wo man nicht einfach wegschauen kann und sollte. In deiner Klasse, wie viele Menschen haben einen sogenannten Migrationshintergrund? Fast alle, ne? Ja, fast alle. Fast alle? 20 oder so. Ja, bei dir auch? Seid ihr in der gleichen Klasse? Ja. Achso. Ja, kannst du mal ein paar Länder sagen? Zum Beispiel Türkei oder Polen, Albanien, Amerika, ja. Also wo kann man, das wäre unsere Frage, wo kann man eigentlich Europa feststellen in der Stadt Gladbeck so im Alltag? Wenn man so rumgeht, wenn man guckt, wenn man sein tägliches Leben absolviert, ist Europa, die Europäische Union irgendwie spürbar? Sieht man da was von? Natürlich sieht man die Europäische Union. Ich habe mehrere Monate in Bosnien gearbeitet. Und wenn man sich das anguckt, was sie dort für einen Verwaltungsapparat haben, wo man dort seine Ausweise bekommt, wenn man irgendetwas beantragen möchte, es funktioniert nicht. Und die Europäische Union ist da ein Garant, hat uns das demokratische und Verwaltungssystem beschert hier in Deutschland, das sicherstellt, dass das alles funktioniert. Also das ist mal eine seltene Aussage, die sagt, die Bürokratie ist gut. Ja, natürlich, die Bürokratie ist bis zu einem gewissen Maße natürlich gut. Ja, das ist eine schöne Antwort. Wir wollen alle Rechtssicherheit haben. Ja, genau, wir wollen alle Rechtssicherheit. Wir wollen Sicherheit haben. Und das ist keineswegs einfach so zu haben. Und wenn man mal in Ländern ist, wo das nicht so ist, dann weiß man das auf einmal zu schätzen. Genau. Gibt es hier Verbindungen zu? Gibt es ja wahrscheinlich Städtepartnerschaften oder irgendwie sowas in der Art, wo man feststellen kann, also es gibt also Verbindungen zum Internationalen auch. Ja, natürlich. Wir haben die Städtepartnerschaft mit Markenbereuel zum Beispiel, die ja dieses Jahr auch Jubiläum feiert. Und wir haben gute Kontakte zu unserer Partnerstadt in der Türkei. Natürlich, da gibt es auch eine Zusammenarbeit. Und die Europaministerin war ja jetzt vor kurzem auch hier in Gladbeck und hat uns für dieses Engagement ausgezeichnet. Dafür, dass wir hier in Gladbeck diese Städtepartnerschaft derart pflegen. Na, das ist ja eine ganz besondere Europastadt dann. Das ist mir gar nicht klar. Ja, doch. Die Ministerin war hier und war sehr begeistert von unserem Engagement, was wir hier in Gladbeck an den Tag legen, wenn es um Städtepartnerschaften geht. Ist es vernünftig, also das zusammenzulegen, diese drei Wahlen, die es ja sind? Natürlich ist das vernünftig. Ich finde es einmal natürlich aus der Kostenwarte betrachtet günstig für die Stadt, wenn wir das Ganze zusammenlegen. Und ich denke auch, dass es für den Bürger viel einfacher ist, das Ganze alles gesamt zu wählen an einem Tag. Und die Motivation vielleicht dann höher ist, ja, wenn wir das mit anderen Wahlen noch zusammenlegen. Also das nützt eher. Ich denke doch, ja, natürlich. Ja. Ich glaube schon. Also manche sagen, das geht da unter, aber das kann auch sein, dass es den gegenteiligen Effekt hat. Und was ich auch denke, was positiv ist in Bezug auf diese Europawahl dieses Jahr, dass wir nun diese Spitzenkandidaten haben. Es macht sich da, es ist für mich als Bürger viel einfacher, mich jetzt mit einer Partei ja, auseinanderzusetzen, auch auf europäischer Ebene. Die Jugendlichen, ich weiß nicht, ob Sie da einen Einblick haben, aber Jugendliche, ist das ein Thema in der Schule, in anderen Zusammenhängen? Wird über Europa geredet? Ist das ein Thema? Ich finde das sehr schwer, weil ich bin jetzt 22 Jahre alt und ich kenne eigentlich nur das System mit Europäischer Union und Euro. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass Schüler einfach, dass sie das System vorher nicht kennen und keinen Vergleich haben. Also es ist ihnen nicht klar, dass man früher an der Grenze, wenn man nach Frankreich, musste man 3-4 Mal an der Grenze warten. In der Theorie schon. Ständig Geld umtauschen. Zum Beispiel. So. In der Theorie ist uns das bekannt. Oder wenn ich jetzt in die Schweiz reise, dass ich dann das Geld eintauschen muss. Aber selbst da funktioniert es ja, dass ich mit elektronischen Zahlungsmitteln das auch so hinbekomme. Aber dieser Vergleich ist halt nicht da. Und deswegen finde ich es schon ein bisschen schwer, für Schüler oder auch Studenten dann in dem Falle, sich da hineinzuversetzen und zu sagen, wie war es ohne Europa? Ja, also man hat den Verlust nicht sozusagen, man nimmt das als Selbstverständlichkeit. Ganz genau. Das gilt auch für, ich sag mal jetzt ein schwieriges Thema, das gilt auch für das Thema Frieden. Das ist also so selbstverständlich, dass wir uns gar nicht vorstellen können, also dass beispielsweise mein Vater noch irgendwie Frankreich für einen Erzfeind, das hat er gelernt in der Schule. Nicht, ganz dass genau. Er das, ja. Und heute sitzen die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen zusammen an einem Tisch und verhandeln mit der Ukraine. Ja, wenn man sich das vorstellt, das hätte man sich, glaube ich, vor 30 Jahren nicht vorgestellt, dass das jemals der Fall sein wird.
Wenn man Europa suchen würde, ja, das ist unsere Ausschreibung, das ist unser Wettbewerb. Wenn man Europa suchen würde in Gladbeck, was würden Sie denn den Jugendlichen sagen, wo sollen sie suchen? Wenn man jetzt Europa, die Europäische Union, die sucht man jetzt hier so im Alltag, ne, dass man die erleben kann. Also ich finde, Europa findet man viel in unseren Kindergärten und Schulen. Da geht es international zu. Europa finden wir auch bei uns im Jugendrat, im Rathaus. 65 Jugendliche aus allen Schulen, aus ganz vielen Nationen. Wir haben ja insgesamt über 100 Nationen in der Stadt, aus vielen europäischen Ländern. Und unsere Aufgabe ist es, daraus eine Stadtgesellschaft zu formen. Also Europa ist für uns ganz wichtig. Was sich aber auch zeigt bei unseren Partnerstädten. Wir haben 7 Städtepartnerschaften, darunter 5 in Europa, die wir sehr intensiv pflegen. Ich habe gehört, es hat sogar einen Preis gegeben. Also die Stadt Gladbeck hat von der Europaministerin einen Preis gekriegt, haben wir gerade erfahren, für eine vorbildliche Städtepartnerschaft. Stimmt das? Ja, wir haben eine Auszeichnung bekommen für die Arbeit mit unserem Jugendrat. Wir haben den Jugendrat eingebunden in unsere Städtepartnerschaften. Es gibt inzwischen in unserer polnischen Partnerstadt Wodislaw einen Jugendrat. In Frankreich, in Marcq-en-Barœul, überlegt man das Gleiche zu tun. Wir haben Kontakt mit Enfield, unseren englischen Freunden in London, die auch das Thema Jugendbeteiligung, Partizipation sich auf die Fahnen geschrieben haben. Dafür sind wir ausgezeichnet worden. Jetzt ist es ja so, dass die Europawahl dieses Jahr, das ist ja auch schon öfter gewesen, zusammen mit der Kommunalwahl stattfindet, aber auch mit der Bürgermeisterwahl. Ist das eigentlich gut so? Ist das eine glückliche Verbindung oder ist das eher, stört sich das irgendwie? Oder ist das zu gegenseitigem Nutzen? Ich glaube, störend tut sich das allenfalls dadurch, dass man so viele Stimmzettel in der Wahlkabine hat. Das sind in einer fünfstelligen Zahl von Fällen 6 Stimmzettel. Ansonsten glaube ich, dass es gelingen kann, die Wahlbeteiligung bei der Europawahl dadurch etwas zu erhöhen. Ja. Ich hoffe sehr, dass den Bürgern bewusst ist, dass das friedliche Europa eine Daueraufgabe ist. Wir haben jetzt lange Jahrzehnte Frieden gehabt und das ist keine Selbstverständlichkeit, das müssen wir uns immer wieder erarbeiten. Viele von den Jugendlichen, die wir interviewt haben, haben so ein bisschen Probleme, das zu fassen, weil sie halt die Kenntnisse jedenfalls nicht persönlich haben, dass man für einer Grenze stand und so weiter. Ist durchaus ein, ich sag mal, auch ein pädagogisches Problem, das wir angehen müssen. So. Ja. Dass man das noch spürt, dass das, wie wichtig das eigentlich ist und keineswegs so selbstverständlich. Es ist genau richtig. Also die Jugend nimmt es als selbstverständlich, die hat das andere nicht erlebt, an das wir uns noch erinnern können. Genau. Und da ist es in der Tat eine pädagogische Aufgabe für die Schulen, für uns etwas Ältere, das zu vermitteln, dass das, was wir uns erarbeitet haben, ein Juwel ist, an dem wir festhalten müssen. Und das, denke ich, wäre schön, wenn sich das in der Wahlbeteiligung dokumentiert. Die Stadt Gladbeck ist eine aktive Europastadt. Welche Möglichkeiten gäbe es denn nochmal, auch das Thema in der Schullandschaft, aber auch sonst in der Stadtgesellschaft, will ich mal weiter besser zu verankern? Ja. Also, das Bewusstsein für Europa ist in unserer Stadt bei der älteren Bevölkerung, glaube ich, eher positiv ausgeprägt. Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre Freundschaft mit Marcq-en-Barœul, 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert Friedensarbeit. Die Schulen treffen sich jedes Jahr, der Sport hat jedes Jahr einen Sportaustausch. Erst heute Abend habe ich wieder ein Orchester von Marcq-en-Barœul am Heißenberg-Gymnasium, Archangelo. Da gibt es ganz tolle Musik. Europa ist schon im Bewusstsein. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann sage ich mal ganz offen, die Beantragung von Europamitteln, von europäischen Zuschüssen für Projekte, das ist ein Riesenaufwand, das ist wahnsinnig kompliziert. Wenn das etwas einfacher gelänge und man, dann wäre etwas mehr Mut, da noch etwas mehr zu tun. Ansonsten haben wir ganz tolle Projekte, ich will nur mal eins nennen, das trifft aber auch unseren Verein Sport für betagte Bürger und den Stadtsportverband. Die haben dieses Projekt Gesund und bewegt älter werden in Gladbeck mehrfach. In einer Woche Bugia, bewegt und gesund im Alter, mit 5 europäischen Partnerstädten, ausgerichtet hier in unserer Stadt. Dann redet man und feiert und sportelt miteinander, das ist ganz toll. Aber die EU-Mittel zu beantragen, ist Leistungssport. Wenn ich Europa suche, die Europäische Union suche, in dieser Stadt, in Gladbeck, wo würde ich fündig? Ja, wir haben zwar in Gladbeck eine Europastraße, aber wenn man Europa sucht, dann findet man am ehesten auf dem sogenannten Europaplatz deutliche Hinweise auf Europa. Da ist der Platz heißt, ja, wird inoffiziell Europaplatz genannt. Es sind dort Plaketten der ganzen Partnerstädte, der Stadt Gladbeck
angebracht mit der entsprechenden Richtung und der Entfernung. Und da bekommt man schon einen Überblick über Europa und auch Auswirkungen von Europa, denn die Europäische Gemeinschaft ist eigentlich ein Erfolgsmodell, hat uns eine lange Friedensperiode bis jetzt beschert und viele Freundschaften mit anderen Städten in Europa. Diese Städtepartnerschaften, die sind offensichtlich sehr lebendig. Das heißt also, lebendig heißt auch im Bewusstsein der Leute. Das ist eine wichtige Frage. Ja, das ist, vieles ist ja auch privat von Privatleuten ausgegangen. Einige Städtepartnerschaften, die sich entwickelt haben. Es sind durch Sportgruppen, sportliche Aktivitäten Städtepartnerschaften entstanden und die werden gelebt. Man besucht sich gegenseitig, wir haben Schüleraustausch. Also das ist für Gladbeck und für die jungen Leute in Gladbeck ein Riesenvorteil, dass man das so leben kann. Jetzt ist es ja so, dass die Europawahl dieses Jahr zusammenfällt mit der Kommunalwahl und mit der Wahl des Bürgermeisters und ich glaube Ausländerwahlrat wird noch gewählt. Es sind ja, sechs Wahlen. Sind ja viele Stimmzettel, die man da auseinanderhalten muss. Ist das eigentlich gut oder ist das nicht gut? Na, es ist gut, dass die Wahl zusammenfällt und man nicht so oft zur Urne gerufen wird. Man müsste sich vielleicht noch überlegen, ob man das sich etwas vereinfachen kann mit diesen vielen Stimmzetteln, dass da jetzt eine Einweisung notwendig ist, dass die Leute nicht aus Versehen ihre Stimme ungültig machen und in den falschen Umschlag stecken, halte ich für ein Problem. Da müsste man vielleicht nochmal nacharbeiten. Okay, aber im Prinzip ist das richtig so. Im Prinzip ist es richtig. Wenn man so das versucht einzuschätzen in der Stadt, die Stimmung zum Thema Europa, positiv. Es gibt ja auch, ich sag mal, an einem bestimmten Rand des politischen Spektrums gibt es ja durchaus sehr, ich will mal sagen, vorsichtig kritische Stimmen. Wie würde man das in Gladbeck einschätzen? Mal ganz global gefragt sozusagen. Ja, insgesamt sehe ich die Stimmung in Gladbeck sehr positiv. Diese entsprechende Partei ist ja in Gladbeck auch gar nicht angetreten. Die haben hier keine, nicht genug Leute gefunden, um hier irgendwas aufbauen zu können. Was natürlich kritisch gesehen wird, das ist diese ganze Euro-Krise rund um Griechenland, Portugal, Irland und Spanien. Da wird man öfter mal drauf angesprochen, obwohl man dazu sagen muss, dass das ja in Wirklichkeit eigentlich eine Bankenkrise ist, die Banken geschützt werden. Das Schlimme ist nur, dass gerade in den südeuropäischen Ländern gerade die Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders darunter leiden bei einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit. Und daher finde ich, ist es auch im europäischen Gedanken wichtig, natürlich zu helfen, um dort auch wieder für bessere Verhältnisse zu sorgen. Also Jugendarbeitslosigkeit, wenn man ein Problem benennen müsste, was Europa lösen muss, dann wäre das, haben wir auch hier schon mal gehört, das Thema Jugendarbeitslosigkeit. Das Thema Jugendarbeitslosigkeit ist ein sehr wichtiges Problem, gerade im Süden, aber auch bei uns nicht ohne. Auch hier in unserer Region haben wir relativ viele. Auch in Gladbeck? Auch in Gladbeck haben wir leider Leute, die hier in Warteschleifen sind, weil sie keine Ausbildungsstelle gefunden haben. Und da muss auch dringend was geschehen. Okay. Ich sag mal danke. Bitte.